zeigen wir die Anwendung vom Rautegriff. Als erstes die Zündung ausschalten. Hallo, hallo? Hey Patrick, komm her! Hey, komm her! Wir brauchen Hilfe, ruf die Rettung bitte. Okay, okay. Danach den Oberkörper nach vorne. Danach abschnallen. Mit der rechten Hand den Gürtel ergreifen. Und mit der linken die Person drehen. Und jetzt erfolgt die eigentliche Anwendung des Rautegriffes. Mit beiden Händen durch die Achsen durch, die rechte Hand anbinden und die Hand ergreifen. Auch schwerere Personen kann man mit dem Rautegriff aus einem Fahrzeug retten. Man nimmt das Knie als Stütze und kann somit die verletzte Person aus dem Auto ziehen. Patrick, sicher die Einsatzstellung. Okay. Hallo, hallo. Laura Marie, ruf die Rettung. Also Pauli, wann soll man die verletzte Person mit dem Rautegriff rausholen? Normalerweise lässt man die Person eben drinnen. Nur wenn eine Gefahr im Verzug besteht, sprich das Fahrzeug fängt an zu brennen oder die Person atmet nicht, dann holt man die Person im Rautegriff aus dem Auto raus. Welchen Pol sollen wir zuerst abklemmen? Zuerst immer den Minuspol, dann den Pluspol.